Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück in Oswald Mandos Gruselkabinett. Das letzte Mal haben wir uns mit den Bildschirmpumpen beschäftigt hier. Sind hier runtergefallen zu unseren Freunden, den Kranks. Hier hießen die, glaube ich, im ersten Teil, diese Wassermonster. Und jetzt bewegen wir uns wieder zurück. Und werden nachsehen, was das Spiel jetzt wieder für uns parat hält. Mehr Kranks. Die haben übrigens mittlerweile so ein elektrostatisches Gebritzel um sich rum. Das hatten die früher, glaube ich, nicht. Da waren die, haben die nur rumgeplätschert. Vielleicht sind die auch mittlerweile weiterentwickelt oder aus einer anderen Dimension rangewarpt. Denn wir haben ja auch schon gelesen, dass sich auch hier in der Maschine im Inneren... ist das richtig? Müsste, ne? Dass sich in der Maschine hier im Inneren auch schon Teile durch die Gegend gewarpt haben, durch die verschiedenen Dimensionen. Was halt wieder auf diese Kugel der Macht hindeutet, die wir im ersten Teil mit Baron Alexander schon zur Genüge kennengelernt haben. Und mich würde mal interessieren, was aus Daniel geworden ist in dieser Version des Spiels. Welches Ende damals stattgefunden hat. Und ob er noch was erreicht hat mit den Kugeln. Und ob wir vielleicht nochmal auf sein Schicksal zurückkommen. Das wäre auf jeden Fall cool. Na, komm, da ist kein Kontakt mehr. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. So, hier waren wir jetzt noch nicht. Ich muss mal gerade nachschauen, ob ich die V-Sync noch anhab. Nee, habe ich nicht. Trotzdem brechen die Frames ein. Wie komisch. War hier was? Das hier sieht wie ein Fahrstuhl aus. What's Engine? Ach, das ist eine Dampfmaschine. Ja, ein Fahrstuhl, genau. Okay. What's Engine? Okay, das Level haben wir wohl geschafft. Und jetzt geht's zu den Kesseln mit den Augen. Guck mal, der linke da. Die tanzenden Kinder, sie zogen das Kind aus dem Drescher, oder zumindest das, was davon übrig war. Es gibt noch mehr davon, sagte der Vorarbeiter und entschuldigte sich für ihre Unannehmlichkeiten. Aha. Na dann. Prost Mahlzeit. Oh, eine Notiz. Sehr schön. 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf mein Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir. Aber ich kann die Stimme aus diesem unfassbar liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Mhm. Der liebenswürdige Stein, ne? Rund wahrscheinlich. Exakt rund. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in den verfallenen Brustkorb anpflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnerte mich, als wir in Southampton an Land gegangen und wie wir beide weinten, denn es war exakt dieselbe Schändung, von der mir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London. Er spricht immer von wir. Das hört sich so ein bisschen nach Gollum an. Und ich setzte auf einen Kaminsims und dann ging ich ins Haus. Und ich setzte ihn auf einen Kaminsims. Ja, es geht um den Stein. Und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Ja, und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter den klagenden Bäuchen der Rhododendren. Winzigen, zerschmetterten Schädel. Okay. Was hat er da mit den Kindern gemacht? Waren das vielleicht sogar seine eigenen Kinder? Aha. Das Herz der Maschine. Und als sie das erste Mal Papa sagten, schmolz mir das Herz wie auf den Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen und Herumschwappen in die Sonne gehalten wurde. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen
eine Seele in zwei Körpern und meine Liebe war allumfassend. Ich würde für euch sterben, flüsterte ich ihren schlafenden Gesichtern zu. Ich würde töten. Um euch zu beschützen, würde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Tunnel gekämpft, große Motoren, die verdorbensten aller Biester. Ich habe meinen Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt. Und nun komme ich euch holen, meine geliebten Jungs. Nähern wir uns etwa schon dem Ende dieses Spiels? Das hört sich ja fast schon an, als wäre Mandus sich sicher, dass wir jetzt den tiefsten Punkt erreicht haben. Stopp! Kein Zugang für unautorisierte Personen. Die Verwaltung. Ah ja. Und nu? Und nu? Ah, okay. Da geht's weiter. Ja, ich... Das ist die Stimme aus dem Telefon. Und ich hab nochmal, als ich meine Aufnahme angeguckt habe beim Schneiden, habe ich dieses Grammophon nochmal angehört, das wir gefunden hatten in der Kanalisation. Und da war ja von einem Ingenieur die Rede, mit dem wir die Ansicht teilen. Und ich habe so den Eindruck, dass dieser Ingenieur der Typ am Telefon ist. Und dass der auch der Saboteur ist. Weil der kennt sich ja im Prinzip dann mit der ganzen Maschinerie hier aus. For your children, Mandus, to spare them the world you have created. For us all. Was zur Hölle haben wir denn da Perverses gebaut? Boah, was ist das denn? Was will man denn mit sowas machen? Außer die Weltherrschaft an sich reißen. Tja, Mandus. Oswald, das hast du selber gebaut. Auch wenn du dann wohl eine Amnesie erlitten hast. Aus welchen Gründen diesmal? Das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Also beim letzten Mal hatte Daniel ja Gewissensbisse und konnte mit sich selbst nicht mehr leben. I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All to save them. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir Steuerstangen. Die sind aber nicht nutzbar. Und es wurde uns auch keine Notiz hinterlegt, wie wir die nutzen können. Also ich nehme an, dass das der Kontrollraum ist, um die Maschine anzuschalten. Aber da war ja noch eine Tür. Da werden wir jetzt zuerst noch reinschauen. Die Tür da, kommen wir nirgends hin. Okay, dann gucken wir uns erstmal die Tür da an. Bin ich jetzt mal gespannt. Ach, ich mag einfach die Inszenierung. Kein Vergleich zum ersten Teil, was den Horror angeht. Aber dennoch, die Inszenierung finde ich super. Also ich würde mal sagen, wenn man das Spiel hier spielt, bevor man den ersten Teil gespielt hat, dann ist das immer noch ein super Spiel. Also die Story fällt mir mal bisher. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane.
Also er hat den nicht so privilegierten, guck mal da, er hat den nicht so privilegierten Menschen schon mal vorneweg ihre Humanität abgesprochen. Ob die da zustimmen würden, bin ich mir nicht so sicher. Das Leben ist natürlich ein anderes, aber ich denke mal, das rechtfertigt nicht, sie Schmerzen auszusetzen. Während Oswald sich da ziemlich sicher war, dass das in diesem Fall kein Problem wäre, solche Leute für seine Experimente zu missbrauchen. Das ist ein Nuklearreaktor. Was zur Hölle? Also im wirklichen Leben wären wir jetzt schon tot. Wir wären jetzt einfach gebraten worden von der Strahlung. Man hört es auch knistern, ich weiß nicht warum. Ist da irgendwie eine... Ah, können wir aufmachen. Okay. Sind sie alle offen? Ah, da fehlen Kühlstäbe. Oder sind das die Brennelemente? Normalerweise werden bei einem Nuklearreaktor ja die Kühlstäbe reingefahren. Die Moderatorstäbe reingefahren, um die Reaktion anzuhalten oder zu bremsen. Und hier sieht es so aus, als würden hier ein paar Kühlstäbe fehlen. Sollen wir mal da reinspringen? Wir stehen gerade auf einem verdammten Nuklearreaktor und wir leben noch. Ich weiß aber auch nicht, was das Spiel jetzt gerade von mir verlangt. Da oben ist so ein Gatter. Das können wir auch nicht anfassen. Gute Frage. Gefahr, Verbindung X, höchst entzündlich, höchst ätzend, höchst giftig. Okay, also der Reaktor läuft innerhalb dieser Verbindung X. Als Moderatorflüssigkeit. Oder ist das Wasser? Und in den... Achso. Das würde auf jeden Fall mal dagegen sprechen, dass es ein Kernreaktor ist. Wenn hier einfach irgendeine Flüssigkeit drin ist und diese Stäbe steckt man da rein und dann passiert irgendwas. Was mit einer Kernreaktion jetzt gar nichts zu tun hätte. Na, dann frage ich mich halt, warum sie dieses Knistern und Knattern von so einem Geigerzähler eingebaut haben. Eine ganz komische Maschine, das hier. Hier oben noch die Möglichkeit, an irgendwas zu drücken und zu drehen. Ach, jetzt können wir vielleicht die Hebel benutzen. Jetzt, wo wir die, was haben wir denn hier? Ah. Okay. Ich nehme mal, ja, wir haben das Rätsel gelöst, bevor wir gewusst haben, worum es ging. Wir haben jetzt quasi den, die drei hier haben wir jetzt freigemacht. Ja, es hat funktioniert. Vorher hätte diese 3 wäre nicht reingefahren. Ich erspare mir jetzt da nochmal runter zu gehen und zu gucken. Denn ich wollte mich eigentlich in meinem Leben so wenig wie möglich in einem laufenden Kernreaktor aufhalten. Zündsteuerung. Jetzt muss ich nur noch die Zündsteuerung finden und die Maschine wieder anlassen. Erleichtert schreite ich mit großen Schritten über diese Stege. Ich komme, meine Lieblinge. Ich habe euch schon fast gerettet. Und ich würde sagen, das Ende des Spiels heben wir uns für die nächste Folge auf. Dann können wir uns nämlich Zeit lassen. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. War mir wieder wie immer eine Ehre. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.